Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr nach all den Updates und Hotfixes hier wieder unter diese Map kommt, Leute. Ich hatte es beim letzten Mal nicht hinbekommen, also nach dem letzten Update. Ich habe so gemacht wie immer, nur hat es nicht geklappt. Doch im Livestream hat mich der Murat darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Glitch noch klappt. Nur, dass man halt anders auf diesen Stuhl zu rennen muss, Leute. So, vielen Dank erstmal Murat an dieser Stelle für den Tipp, für die Info. Und ich zeige euch jetzt, was ihr machen müsst. Ganz wichtig, Leute, das erleichtert euch das Ganze enorm. Übernimmt diese Einstellung wie ich hier. Falls ihr auf Keyboard spielt, Leute, dann geht auf Tastatur und Maus unter Spiel. Macht Luftklettern Verhalten auf manuell und Bodenklettern Verhalten auf beim Drücken. Und falls ihr mit Controller spielt, geht ihr auf Controller, Einstellungen, unter Spiel. Macht ihr dasselbe, Luftklettern Verhalten auf manuell und Bodenklettern Verhalten beim Drücken. So. Kommen wir nun zum Glitch, Leute. Hierfür braucht ihr wieder eure Betäubungsgranaten und geht in die Krankenstation. So, ganz wichtig, Leute, stellt euch genau so hin wie ich an dieser Fensterbank hier. Und sobald der Zombie euch hittet, dann werft die Betäubungsgranate. So, ich pausiere mal das Video, denn ich will euch jetzt ganz in Ruhe erklären. Was ihr jetzt machen müsst, ihr geht ein bisschen weiter zurück. Ihr braucht auch nicht einen riesen Anlauf nehmen, Leute. Kleine Stückchen reicht. Dann rennt ihr auf den Stuhl zu und messert den Stuhl, Leute. Ihr braucht nicht zu springen oder so, einfach rennen und messern. Und wenn ihr dann in der Luft seid, spammt ihr ganz schnell immer diese Springtaste, damit ihr hochklettert. Ich zeige euch das mal jetzt, wie das geht. So, ihr betäubt den Zombie, geht ein kleines Stück nach hinten, lauft auf den Stuhl und messert. Und in der Luft spammt ihr dann die Springentaste. Dann klettert ihr hier hoch, Leute. Das kann vielleicht ein paar Versuche dauern. Und wenn ihr oben seid, duckt euch, lauft ein kleines Stückchen nach vorne, legt euch hin. Und wenn ihr euch hingelegt habt, Leute, lauft so lange nach vorne, bis es nicht mehr geht. Und tötet euch. So, beim Wiederbeleben müsst ihr auch die ganze Zeit die Springentaste spammen. Und wenn ihr das macht, seid ihr dann wieder out of map, Leute. Hier könnt ihr wie gewohnt eure Munition sammeln, eure Zombies trainen, wo ihr wollt. Und um rauszugehen, müsst ihr einfach wieder hier runtergehen. Dort drüber springen und dann müsst ihr hier hinspringen, Leute. Anlauf nehmen und springen. Wundert euch nicht, dass ich so wenig Damage bekomme, weil diese Sequenz hier, diese Szene habe ich aus einem anderen Video, aus einem älteren Video, aber die Methode ist gleich. Ihr kommt genauso raus. So, wenn ihr dann hier drüben seid, Leute, geht ihr bis zum Rand und aktiviert euren Ätherschleier, Leute, und ihr seid draußen. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern, Leute. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.